herzlich willkommen zu unserer Konferenz Nachhaltige Batterien für Elektrofahrzeuge. Wie verhält es sich mit dem Europäischen Lieferkettengesetz und der EU-Handelspolitik? Die Konferenz wird organisiert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Brüssel. Das ist eine linke international tätige Organisation, die im Bereich der Bildungsarbeit tätig ist. Mein Name ist Manuela Krupp. Ich werde heute diese Konferenz moderieren. Ich habe sie auch organisiert, aber ich moderiere jetzt. Ganz kurz vorab ein paar organisatorische Bemerkungen. Die Konferenz wird bis 14.30 Uhr dauern. Wir werden zu Beginn 4 Vorträge hören von unseren Referentinnen und Referenten aus Indonesien, aus Argentinien, aus Deutschland und aus Brüssel. Und danach haben Sie die Möglichkeit, mit uns auch zu diskutieren. Das heißt, ihr könnt euch zu Wort melden, indem ihr einen Stern in den Chat schreibt. Ihr könnt auch Fragen und Kommentare in den Chat direkt schreiben und wir würden das dann während der Diskussion aufgreifen. Ihr könnt auch untereinander miteinander chatten. Ihr könnt interessante Links zu interessanten Dokumenten posten. Das ist gewollt. Wir wollen uns hier ja auch vernetzen und das nutzen, dass wir trotz Pandemie hier so wunderbar zusammen sein können. Ein wichtiger Punkt noch, die Vorträge werden aufgezeichnet, der Diskussionsteil dann aber nicht. Also bei der Diskussion können wir dann auch ganz offen und ungeschützt sozusagen so sprechen, wie wir möchten. Das werden wir nicht aufzeichnen. Ja, worum geht es in der heutigen Konferenz? Warum haben wir uns hier versammelt? Es geht natürlich um die Bekämpfung des Klimawandels, Thema Nummer 1. Trotz Pandemie und obwohl jetzt auch die wirtschaftliche Erholung ganz oben auf der Tagesordnung steht, ist der Klimawandel ja sozusagen, der Dauerbrenner, nicht wahr? Der Zwischenbericht beispielsweise vom UNFCCC vom Februar dieses Jahres hat gezeigt, dass die Unterzeichnerstaaten des Pariser Klimaabkommens mit ihren Treibhausgasemissionen, die sie reduzieren wollen, natürlich nicht die 2-Grad Grenze einhalten können, geschweige denn das 1,5-Grad-Ziel. Das ist nichts Neues, aber das ist jetzt nochmal bestätigt worden. Es ist auch nichts Neues, dass der Verkehrssektor der einzige Sektor ist in der Europäischen Union, wo die Treibhausgasemissionen seit Jahren steigen. Im Energiebereich und im Gebäudebereich sinken sie, aber im Verkehrssektor eben nicht. Das ist ein großes Problem. Und deshalb müssen wir eben auch über den Verkehrssektor reden. Und wir müssen dabei auch über den individuellen, motorisierten Individualverkehr sprechen, MIV. Und die Europäische Kommission hat im Rahmen ihres Green Deal, den sie im Dezember 2019 ausgerufen hat, sich auch zur Wende hin zur Elektromobilität bekannt und setzt eben auf die verstärkte Nutzung von Elektroautos. Das ist nicht ganz unproblematisch, weil eben Elektroautos auch einen großen ökologischen Rucksack mit sich herumtragen, mit sich bringen und eben nicht so sauber sind, wie sie gerne mal dargestellt werden. In den europäischen Regularien beispielsweise gelten Elektroautos als emissionsfrei. Das sind sie natürlich nicht. Also einmal, weil Feinstaub auch durch den Reifenabrieb ganz lokal in unseren Städten vor Ort entsteht. Aber natürlich, weil bei der Produktion der Rohstoffe wie Nickel und Lithium, was wir heute auch noch hören werden, ja, viele Treibhausgasemissionen anfallen und dann überhaupt bei der Produktion von Fahrzeugen natürlich CO2-Emissionen anfallen, ist ja völlig klar. Das heißt, man muss sich die Bedingungen ganz genau anschauen. Man muss sich die Bedingungen ganz genau anschauen, unter denen diese Fahrzeuge produziert werden und unter denen auch die notwendigen Rohstoffe produziert werden. Also beispielsweise ganz wichtig Lithium, was vor allen Dingen aus Lateinamerika kommt, und Nickel, was zum großen Teil in Indonesien gefördert wird. Die Europäische Union hat sich selbst das Ziel gesetzt, bis 2030 30 Millionen Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen. Und die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass wir bis 2030 140 Millionen Elektroautos weltweit auf den Straßen haben werden. Der Trend zum Elektroauto ist also ungebrochen. In der Europäischen Union ist jetzt der Bau von ungefähr 20 Batteriezellfabriken geplant. Und viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union und auch andere Staaten haben auch schon das Ende des Verbrennungsmotors angekündigt. Es ist also klar, was da auf uns zukommt. Die Nachfrage nach Lithium und Nickel wird eklatant steigen. Die Europäische Kommission beispielsweise geht in ihren eigenen Berechnungen davon aus, dass die Nachfrage nach Lithium sich 60-fachen wird.
bis 2050. Ja, und weil das ja eine globale Produktionskette ist und eine globale Lieferkette, müssen wir uns natürlich auch global vernetzen. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir heute Referentinnen und Referenten aus Argentinien gewonnen haben. Melissa Argento ist bei uns. Dass wir zwei Referenten aus Indonesien gewonnen haben. Pius Gintini und Ristianto sind bei uns. Und dass wir ein Mitglied des Europaparlaments von der linken Fraktion gewonnen haben, zu uns zu sprechen, Helmut Scholz, um sozusagen die Themen global zu diskutieren. Denn es ist völlig klar, dass das europäische Lieferkettengesetz, wenn es dann jetzt kommt, wenn die Kommission den Vorschlag vorlegt, natürlich entsprechend ausgestaltet werden muss, um die lokalen Förderbedingungen vor Ort so zu gestalten, dass weder Umwelt noch Mensch geschädigt werden. Die Frage ist auch, was ist eigentlich mit dem EU-Mercosur-Abkommen? Was muss da oder was müsste da rein verhandelt werden, um sicherzustellen, dass der Klimaschutz nicht unterminiert wird? Wie müssen eigentlich die Bedürfnisse der lokalen Communities vor Ort, also in Lateinamerika, in Argentinien, in Bolivien und Chile, aber auch in Indonesien berücksichtigt werden, um die Förderung eben, ja, ich sage mal, nachhaltiger zu machen, umweltfreundlicher, menschenfreundlicher. Ja. Und wie können wir es erreichen, dass der globale Süden auch weniger abhängig ist von den Produktionskapazitäten im globalen Norden? Also wie kann man denn vielleicht auch vor Ort globale Produktion aufbauen und sie nach Umweltstandards umweltfreundlich gestalten. Der indonesische Staat hat Vorstöße in diese Richtung unternommen und ja, möchte da eben auch vor Ort das Nickel nicht nur fördern, sondern eben auch weiter verarbeiten. So, jetzt genug der Vorrede, jetzt habe ich lange genug gesprochen. Wir legen gleich los. Als erstes hat das Wort Helmut Scholz. Helmut ist seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments für die linke Fraktion. Er ist der ausgewiesene Handelsexperte der Linksfraktion. Helmut kann nicht ganz bis zum Schluss der Konferenz bleiben. Deshalb wäre es gut, wenn wir uns alle ein bisschen an den Zeitplan halten, sodass Helmut dann noch während des Diskussionsteils dabei ist und auch auf eure Fragen und Kommentare reagieren kann. Helmut wird etwas sagen zum europäischen Lieferkettengesetz, welche Anforderungen da erfüllt werden müssen. Er wird eingehen auf das EU-Mercosur-Abkommen und die Problematiken, die sich da ergeben. Er wird allgemein etwas sagen zur europäischen Handelspolitik und auch ganz kurz was zur anstehenden WTO-Reform. Und ich weiß, das ist alles ganz viel und es ist eigentlich nicht möglich, das in 10 Minuten zu schaffen. Aber wir versuchen das jetzt mal, weil es ja eine Online-Konferenz ist und wir uns da alle ein bisschen kürzer fassen müssen, damit wir nicht alle einschlafen. So, Helmut, du hast das Wort. Bitteschön. Danke, Manuela, und einen herzlichen Gruß aus Brüssel an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen von diesem sehr interessanten Event, wie ich sagen würde. Es ist eine sehr gute Gelegenheit, querbeet über 3 Kontinente hinweg sich auszutauschen. Und sicherlich wäre es auch wichtig für andere sozusagen Teilnehmerinnen auf den jetzt heute von den Panelisten nicht erfassten Kontinenten, sich zu diesen Fragen künftig auszutauschen. Also ich sehe das auch als einen Auftakt in einer permanenten Zusammenarbeit zu solch sehr horizontal uns alle bewegenden Fragen. Der Grund für unsere heutige Debatte über fehlende Nachhaltigkeit in der Produktion von Batterien ist die in den Industrienationen rasant steigende Nachfrage und natürlich nicht nur in den Industrienationen, sondern zunehmend auch in allen anderen Staaten, die international miteinander in Handelskooperation, wirtschaftlichen Austausch treten. Und die Nachfrage kommt nicht zufällig. Wir verdanken sie der Fridays for Future-Bewegung im gewissen Sinne in der medialen Aufmerksamkeit und auch in der zivilgesellschaftlichen Untersetzung und natürlich auch von vielen anderen Menschen, die zum Teil seit Jahrzehnten darauf hinweisen, dass wir auf eine Klimakatastrophe zusteuern, dass wir den Fragen des Umweltschutzes viel mehr Rechnung geben sollten, wenn wir über die Organisation von Produktion nachdenken. Und auch die Studie Grenzen des Wachstums, Limits of Growth vom Club of Rome, 1972, also fast 40 Jahre, 50 Jahre zuvor, ist sozusagen ein Beitrag oder ist ein wichtiger Grundstock für diese Debatte. Der Handlungsdruck ist enorm.
was passiert mit Indonesien oder den Küstengebieten in Argentinien, wenn der Meeresspiegel um 30 oder 50 Zentimeter steigt oder vielleicht sogar noch mehr. Wir sehen alle gerade gegenwärtig die Erwärmung der Arktis in beängstigendem Maße zunehmend. Ich habe Bilder nach Berechnung der NASA gesehen, die auch große Küstenbereiche meines Heimatlandes Deutschland als vom Untergang bedroht darstellen. Wir brauchen also eine enorme Kraftanstrengung, um diese Katastrophe zu verhindern oder zumindest aus heutiger Sicht abzumildern. Weil Konzerne, große Autokonzerne zum Beispiel, Energiekonzerne, 50 Jahre lang den Klimawandel geleugnet haben, muss die Anstrengung nun noch größer sein als damals, als diese Studie vom Club of Rome vorgestellt wurde. Banken, Versicherungen und Investitionsfonds machen mit kapitalistischer Logik klar, dass die Klimakatastrophe auch eine ökonomische Katastrophe bedeuten wird. Man rechnet sich aus, dass die Kosten für versunkene Millionenstädte und Agrarflächen enorm zunehmen werden. Und die Frage, wie soll dem begegnet werden, macht deutlich, dass der Finanzkapitalismus, der genau diese Entwicklung treibt, den Klimaschädigern den Hahn zuzudrehen, droht auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber natürlich zur Verschärfung des Problems beiträgt. Der Green Deal wurde in der EU, den USA und aber auch in China oder in Südafrika ausgerufen. In kurzer Zeit will man die ökologische Transformation schaffen, explizit, ohne dabei eine Verringerung der Mobilität oder industrieller Fertigung zu akzeptieren. Und damit ist die Frage, wie soll das funktionieren? Die Rücksichtslosigkeit, mit der die dafür benötigten Rohstoffe eingefordert werden, entsprechen noch immer dem Denken zu Zeiten der Kolonialwirtschaft. Postuliert wird ein Recht auf den Zugang von Unternehmen aus den Industriestaaten zu den Rohstoffen in anderen Regionen der Welt. EU, China, Japan, die USA, Korea wetteifern um die Rohstoffe. Und aktuell verklagt die EU-Kommission die Regierung von Indonesien vor der Welthandelsorganisation, weil diese 2019 einen Exportstopp für Nickelerz verhängte. Ziel der Regierung war es, dass in die Verarbeitung von Nickel innerhalb Indonesiens investiert wird. Also die Erkenntnis hat sichtbar Raum gegriffen, auch dort, dass das Land als bloßer Rohstofflieferant nur den geringsten Anteil an der Wertschöpfungskette bis hin zum fertigen Elektroauto hat oder haben wird. Das heißt, es ist eine legitime Industriepolitik, wenn ein Land den Export unverarbeiteter Rohstoffe verteuert und erschwert. Und viele Länder auf der Erde sind in dieser Situation, in Lateinamerika wie auch in Afrika. Und im Rahmen von Handelsabkommen war es den europäischen Unterhändlern bisher immer wichtig, die Erhebung von Exportzöllen für den Partner komplett zu verbieten. So ist es aktuell in den Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Chile. Eins der zentralen Themen, wie ist der Zugang zum dortigen Lithium zu organisieren, zu realisieren. Der EU-Kommission ist es wichtig, dass man jetzt sogar bereit ist, trotz oder wegen der vom Volk bestimmten Zusammensetzung der verfassungsgebenden Versammlung, rasch das Freihandelsabkommen zum Abschluss zu bringen, solange die alte neoliberale Regierung noch im Amt ist und damit wahrscheinlich auch zu Zugeständnissen gegenüber der EU-Kommission und damit dem Druck der europäischen Importeure und Exporteure nachzugeben. Die EU-Kommission argumentiert dabei mit der Existenz chinesischer Konkurrenz. Man könne es sich nicht leisten, noch Jahre auf den Ausgang demokratischer Prozesse zu warten, weil die Chinesen in derselben Zeit bereits ihre Claims abstecken würden. Und da bin ich bei einem zentralen Thema, das ich meine, du hast gerade über die Lieferkettenproblematik gesprochen. In vielen Mitgliedstaaten oder in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden gegenwärtige nationale Gesetze diskutiert oder in Frankreich ist es bereits angenommen und in Kraft.
jetzt auf der europäischen Ebene auch dazu eine Unternehmung genommen wird. Und wir warten auf die sozusagen Kommunikation der Kommission, wie dieses Lieferkettengesetz ausgestattet wird, damit wir uns darüber vergewissern können, sind solche Probleme, die ich kurz angerissen habe, Teil einer Regelungsdichte aus europäischer Sicht, die dann mit den jeweiligen Partnern verhandelt werden muss. Und ich glaube, dass ein europäisches Lieferkettengesetz sehr, sehr wichtig ist. Wir brauchen zugleich eine entsprechende Initiative der EU-Kommission in der WTO, damit man auch solche Wertkategorien einer sozusagen Praxis, die nicht nur Handelsinteressen und Profiteinnahmen der beteiligten Unternehmen im globalen Maßstab absichert, sondern dass man auch die Umweltfragen, die beschäftigungspolitischen Fragen, die menschenrechtlichen Aspekte auch mit in die Regelung oder die Neuregelung der WTO reinnimmt, die ja vor einem Reformprozess steht. Es herrscht insgesamt, glaube ich, eine Goldgräbersprache im Konflikt um den Zugang zu Rohstoffen für die E-Mobilität und für die Erzeugung regenerativer Energien, beispielsweise für den Bau von Windrädern. Auch das bereits ausgehandelte und von dir, Manuela, angesprochene Abkommen EU-Mercosur erleichtert, so wie es gegenwärtig vorliegt, vor allen Dingen den europäischen Unternehmen den Zugang zu Rohstoffen in Argentinien, Paraguay, Brasilien und theoretisch auch Uruguay oder Venezuela. Was dann passieren kann, wenn sozusagen keine Veränderung der Rahmenfestlegung in einem solchen Abkommen durchsetzungsfähig verankert werden, zum Beispiel in den Nachhaltigkeitskapiteln eines solchen Abkommens, sehen wir in Kolumbien, wo nach dem Abschluss eines Freihandelsabkommens mit der EU der Raubbau der Minen oder in Minen und an Erzen massiv gesteigert wurde, zulasten der Umwelt, zulasten der Menschenrechte und zulasten auch der sozialen Bedingungen. Wir brauchen generell ein Umdenken, das viel stärker darauf setzt, in allen Ländern der Welt die UNO-Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, und zwar alle 17 mit ihren Untersetzungsprogrammen, auf die sich die Regierung schließlich bereits geeinigt hatten und haben und sozusagen bis 2030 diese Ziele umsetzen wollen. Das bedeutet auch, dass Europäerinnen nicht ihre Ziele auf Kosten von anderen Regionen der Welt erreichen können und dürfen. Es muss zum Eigeninteresse werden, dass alle den Schritt schaffen, und Covid-19 führt uns gegenwärtig sozusagen exemplarisch vor Augen, dass wir hier alle in einem globalen Abhängigkeitsverhältnis sind. Es ist erst allen geholfen, wenn allen auch wirklich geholfen ist. Laut der Datei ist die EU tatsächlich eine schwer betroffene Region. Bei 5% der Weltbevölkerung bedeuten fast 750 Tote auf unserem Kontinent einen Anteil von 20% der weltweiten Opferzahlen der Pandemie. Das sollte aber unterstreichen, wie wichtig es eben auch für eine der wohlhabendsten Regionen der Welt ist, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen und in Bezug auf andere Themenfelder, wie das heute von uns in den Mittelpunkt der Debatte gestellte, sozusagen global zu denken und gemeinsame Verantwortung zu übernehmen. Lernen wir aus der Notwendigkeit für eine gemeinsame Antwort auf die Pandemie, dass es auch notwendig ist, gemeinsam auf die Fragen zu antworten, die sich aus der Ökologisierung des Wirtschaftslebens ergeben. Ich bin sehr erwartungsvoll hinsichtlich unseres Panels und dass ich gleich sehr viel lernen kann. Möchte zum Beispiel sehr dringend wissen, was die Forderungen der Gewerkschaften in Indonesien sind, um die Verarbeitung von Nickel nachhaltig und ökonomisch partizipativ für die indonesische Bevölkerung zu gestalten. Ich möchte dringend wissen, wie die Bevölkerung in Argentinien in Zeiten einer schweren Finanzkrise des Landes an einer nachhaltigen Form des Abbaus und insbesondere auch der Weiterverarbeitung von Lithium teilhaben kann, real teilhaben kann unter den gegenwärtigen, auch politischen, konkreten Bedingungen, ohne dass die Umwelt der Abbauregion zerstört wird. Gibt es gegebenenfalls hier Möglichkeiten,
der Kooperation mit den Erfahrungen Europas, zum Beispiel bei in der Renaturalisierung von Kohlegebieten. Ein großes Thema, wenn wir über die Reduzierung von CO2-Emissionen nachdenken und sozusagen neue Produktionsstandards und neue Produktionsziele versuchen zu verkörpern. Ich gestattet mir noch zwei Bemerkungen zum Abschluss. Erstens, ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass die Mehrheit der Menschen arm und unterversorgt ist. Die UNO-Nachhaltigkeitsziele adressieren das. Armut muss überwunden werden. Menschen brauchen Zugang zu medizinischer Versorgung, zu Bildung. Sie brauchen ein Zuhause, sie brauchen würdige Arbeit. Wir können also, wenn wir über solchen einen besseren Lebensstandard sprechen, nicht in Europa bestimmen, dass die Welt aufhört zu produzieren, weil wir in unserer Selbstwahrnehmung vielleicht in mehrheitlich saturierten Gesellschaften leben. Die Mehrheit der Weltbevölkerung ist unterversorgt. Und wir müssen nachhaltige Wege finden, dies zu ändern, und zwar vor allem durch partizipative Wege. Ich könnte auch inclusive groß im Verständnis von die groß sagen. Zweitens bin ich überzeugt, dass die Elektrifizierung des gesamten Planeten nicht möglich ist, zumindest nicht auf Basis der Rohstoffe, die wir heute diskutieren. Wir müssen also mehrgleisig fahren. Die Frage also ist, was bedeutet die E-Mobilität, damit die Frage der Lithiumgewinnung und der Verarbeitung in sozusagen Batterien in Bezug auf künftige Infrastruktur und Fortbewegung und Mobilität? Und wie ist sozusagen die Lithiumförderung, die Förderung von anderen Erzen und Metallen zu organisieren, die auch andere Energieversorgungsquellen mit einschließt? Und wir haben eine sehr kritische Diskussion zum Beispiel in Deutschland, innerhalb der Europäischen Union, über die Frage der Kernkraft. Wir haben gesagt, Kernkraft nein. Das heißt also auch, dass wir für uns in Deutschland ausschließen, dass die Kernkraft ein Ersatzteil für die Energieversorgung der Bevölkerung werden soll. Das heißt, es wird sich über die regenerativen Energiequellen ein neuer Diskussionsstand ergeben müssen. Und grüner Wasserstoff, bin gleich fertig, grüner Wasserstoff wird aus meiner Sicht in Zukunft dabei eine wesentliche Unterstützung sein im Kampf gegen die Überhitzung des Planeten. Neue Energiekooperationen mit Wüstengebieten können bei der Erzeugung helfen, könnten sogar die Armut in der Sahelzone beispielsweise reduzieren. Oder wenn wir in einer Kreislaufwirtschaft denken, auch im regionalen Bezug, könnte also Indonesien auf grünen Wasserstoff aus Australien zurückgreifen und. Ich mache nur einige Beispiele auf, dass wir hier neue Wege gehen müssen. Neue Partnerschaften in der Debatte zu ökologischen und ökonomischen Bedürfnissen der Bevölkerung werden uns in den Aufgaben unserer Generation sehr helfen. Ich danke deshalb insbesondere der Rosa-Luxemburg-Stiftung dafür, dass sie heute einen Auftakt dafür geschaffen hat. Diskutieren wir, kommen wir ins Gespräch miteinander. Auch die Linksfraktion im Europäischen Parlament braucht sozusagen diese Unterstützung und Anregung von draußen. Danke. Ja, vielen Dank, Helmut. Vielen Dank, dass du auch auf den Begriff Inclusive Growth eingegangen bist und da sozusagen den Bogen geschlagen hast zur partizipatorischen Beteiligung der Local Communities. Und danke auch, dass du die Verbindung hergestellt hast zwischen Verkehrspolitik und Energiepolitik. Christianto, ich habe gesehen, dass du dich gemeldet hast. Ich würde aber vorschlagen, dass wir das ein bisschen zurückstellen für den Diskussionsteil, beziehungsweise du bekommst ja auch gleich noch das Wort. Ja, ich hoffe, das ist in Ordnung. Okay, dann würde ich jetzt erstmal Melissa Argento das Wort geben. Wir freuen uns sehr, dass sie bei uns ist. Melissa arbeitet an der Universität von Buenos Aires in Argentinien. Aus Argentinien, Chile und Bolivien vor allen Dingen kommt das wertvolle Lithium für die Lithium-Ionen-Batterien. Und Melissa publiziert und forscht seit Jahren zu den Themen Lithiumabbau, Strukturen des kollektiven Handelns, strategische Auseinandersetzung der Weltmächte im Namen der Energiewende. Und Melissa wird uns jetzt einen Überblick geben zu den Bedingungen der Lithiumförderung vor Ort in Argentinien, Chile und Bolivien, auch zur Rolle des deutschen Kapitals dort vor Ort,
zu den transnationalen Strukturen der Abhängigkeit und wie sie geändert werden müssten und auch dazu, wie sich die Wende hin zur Elektromobilität ganz lokal auswirkt. Melissa, du hast das Wort. Hola, buenos días para todas y para todos. Ja, ich begrüße alle und freue mich, teilnehmen zu können an diesem interessanten Panel mit Kollegen von überall aus der Welt. Und bedanke mich natürlich vor allem bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und natürlich auch bei Manuela, die das Ganze organisiert hat und die Teilnehmer begleitet hat. Das Erste, was ich herausstreichen möchte, ist das Folgende. Lithium-Bergbau, da geht es ja vor allem um die Orte in Nordwesten Argentiniens und Norden Chiles und an den anderen Regionen, wo das abgebaut wird. Das heißt auch das Dreieck von Lithium. Das ist eine Region, in der viele Gemeinden, lokale Gemeinden und Bevölkerungsteile leben. Die leben vom Tourismus und jetzt auch vom Bergbau, die aber Salz abbauen und das eigentlich auf kleine handwerkliche Art und das schon seit langer Zeit. Und das sind eben Bevölkerungsgruppen und Gemeinschaften, die schon seit langem sagen, dass sich die sozioökologischen Auswirkungen sehr negativ zeigen des Lithiumabbaus. Und da geht es um die Verletzung ihrer Rechte, dass keine Konsultation vorher abgehalten wird und dann natürlich auch Risiken durch Trockenheit und Süßwasserversalzung. Denn es wird sehr viel Wasser verbraucht für die manche Arten und Weisen des Abbaus. Das hängt davon ab, wie konzentriert das Lithium ist und wie die klimatischen Bedingungen ist. Und das heißt, da hat man schon 900.000 Liter Wasser verbraucht und auch sehr viel andere Arten von Wasser. Beide unterschiedliche Arten von Wasser werden hier benutzt. Und es gibt natürlich mehrere unterschiedliche negative Auswirkungen und Belastungen. Und das ist konkrete Risiken in diesen Gegenden, die Saladesca genannt werden. Und das heißt, die Ökosysteme in der Region sind negativ, sie werden beeinträchtigt. Und wir arbeiten an einem Team, eine Studiengruppe an diesem Thema zu Gemeingütern und beschäftigen uns seit vielen Jahren mit dem Thema Lithium. Und diese aggressive Abbauhaltung für die Kraftfahrzeugindustrie beschäftigt schon seit Jahren. Und das wird auch für den Elektronikbereich natürlich immer mehr Abbau. Und das hat zu einer Art Lithiumfieber geführt, die völlig unreguliert ist in diesen Regionen. Und wir wissen, es gibt auch die Internationale Energieagentur und hat gesagt, dass 42 Mal, dass sich die Lithiumnachfrage mal 42 gesteigert hat in den letzten Jahren und das wird noch sehr viel stärker ansteigen in der Zukunft. Und es gibt dann eben auch Streits um den Zugang und Rechte an Erz, Kontrolle, Patenten und was den Abbau an sich angeht, natürlich, aber auch vor allem, was die Industrialisierung und Verarbeitung angeht. In Argentinien ist die Ausfuhr von Lithium fast ohne Einschränkungen erlaubt und dann entstehen natürlich auch sehr viele Kosten für die Unternehmen und der Nationalstaat Argentiniens hat eigentlich nur wenige Regulierungsmöglichkeiten über das Material. Denn es sind die Provinzen, die da eigentlich zuständig sind. Und dann entsteht sehr viel Druck von außen, von den internationalen Unternehmen etc. Und deswegen haben wir diesen Druck, Abbaudruck sozusagen. Das heißt, es gibt immer mehr Projekte. Da in dieser Region, den Salares, in den letzten 5 bis 6 Jahren vor allem, ist das sehr stark angestiegen. In Argentinien gibt es nur 2 Lithium-Abbauprojekte, Salar de Cuyuy einmal
Das ist in der Nähe von Cauchari. Und Livent. Und da ist eigentlich viel an Schaden entstanden. Es gibt jetzt über 50 Projekte, die es inzwischen schon gegeben hat und zwei aktive. Und das wird eben gemacht durch unterschiedliche Industrien vorangetrieben, die Kraftfahrzeugindustrie, aber auch andere Elektroindustrien aus allen möglichen Ländern, Chinesen, Frankreich, Italiener etc. Und damit will ich sagen, diese ganzen Projekte haben dazu geführt, dass der Abbau von Erzen stark angestiegen ist. Und wie sich das dann auf die Wasser, auf das Wasser auswirkt, das hat man noch nicht genau gestellt. Es gibt keine hydrologischen Studien, was die wasserführenden Schichten angeht. Also die Wasserreserven hängen natürlich auch von den Jahreszeiten und von den Niederschlägen ab. Und das erholt sich nur sehr, sehr langsam. Und es ist eine langsame Änderung von sehr, sehr anfälligen Ökosystemen und anfälligen, fragilen Gleichgewichten. Und das Ganze wirkt sich natürlich auch über die Abfälle aus, die dann in der gleichen Region abgelagert werden. Und die Kosten für die Sanierung der Altlasten und der alten Minen. Da diese Sanierung wirkt die gleichen Risiken, bringt die gleichen Risiken mit sich wie der aktive Bergbau. Und das alles nur, um 25.000 Lithiumcarbonate zu produzieren. Und das für Batterien. Und wir haben da sehr, sehr viele Abfälle und auch Staubabfälle, die in der Luft verbleiben. Und wie sich das auf die Gesundheit und die Atemwege der Bevölkerung auswirkt, ist noch gar nicht gemessen worden. Und was in sozialer und sozialpolitischer Hinsicht ist es so, dass sich das Ganze sehr, sehr schwerwiegend auswirken wird. Und wir möchten natürlich auch unterscheiden zwischen reinen ökologischen und anderen sozialen Auswirkungen. Das hängt miteinander zusammen, auch das mit dem Wasser. Die Dürre und Trockenheiten, wie schon gesagt, die Trockenheiten und Dürre in den Gegenden, wo normalerweise die Süßwasservorräte für die Bevölkerung sind, also die unterschiedlichen Grundwasserschichten und Einzugsgebiete. Es gab auch unterschiedliche wissenschaftliche Berichte von Umweltorganisationen dazu. Auch von einer Organisation, die das für die Vereinten Nationen gemacht hat. Und da sieht man schon, dass bestimmte Lebensformen bereits verschwinden und dass auch die Bevölkerungsgruppen in der Region betroffen sind und dass bestimmte Arten, Pflanzen- und Tierarten hier bedroht sind. Das heißt, die biologische Vielfalt an sich bedroht ist. Und diese Wasserverwendung für Lithiumabbau gefährdet eigentlich die gemeinschaftliche Nutzung des Wassers, die Möglichkeit. Und viele der Gemeinden sagen dann, sind der Bewegung angeschlossen, dass Wasser wertvoller ist als Lithium. Und ein grüner Kapitalismus für einen grünen Übergang und fordern, dass man nicht das so vorantreibt zur Elektromobilität von fossilen Brennstoffen. Natürlich ist der Treibhausgaseffekt auch ein Faktor, aber es sind asymmetrische Logiken, die hier verwendet werden. Und manche Rohstoffe werden nicht berücksichtigt bei der Rechnung. Und dadurch, dass auch der Konsum und der Verbrauch teilweise sehr, sehr hoch ist, führt es dazu, dass in Lateinamerika das Erz sehr günstig, es kann sehr günstig dort abgebaut werden und man wird dann achtet hier nur auf die Wirtschaft und nicht auf die anfälligen Bevölkerungsgruppen. Das ist antidemokratisch und oft auch mit Gewalt verbunden gegen die Bevölkerung. Und es geht dann natürlich auch um die soziale Verantwortung der Firmen.
die nicht wahrgenommen wird. Es kommt zu Konflikten auch mit der Bevölkerung. Die Bevölkerung in sehr ländlichen Regionen lebt und sehr weit weg ist von Städten und sehr, sehr weg ist von einer Möglichkeit, ihre sozialen Rechte einzufordern. Und die sind also sozusagen abgeschnitten und alleingelassen mit in den Bergbauunternehmen. Und das heißt, das sind nur ein paar der sozioökologischen Auswirkungen des Lithiumabbaus in Argentinien und in anderen Ländern Lateinamerikas. Ich kann natürlich nicht auf jedes Detail eingehen in dieser kurzen Zeit. Auf jeden Fall ist es so, dass es eine Änderung bedarf, vieler Änderungen, was den Lithiumabbau in Argentinien angeht. Man muss das geltende Recht einhalten, Regulierungsmechanismen stärken, die Konsultationsverfahren vor Projekten stärken, indigene Rechte einhalten auf allen Ebenen, lokal, regional, national, und auch die Gesetzgebung für die Abbauunternehmen, für die Abbauindustrie muss ganz klar überarbeitet werden für die Rechte der Bevölkerung. Und was die Unabhängigkeit und Autonomie angeht, muss man in den Provinzen auch bestimmte autonome Prozesse anstoßen in der Raumordnung. Das heißt, da darf man nicht weiter durch diesen Druck vorangetrieben werden, diesen Abbaudruck. Und wir brauchen Mehrwertschöpfung in den Ländern, Verarbeitung in den Ursprungsländern. Denn ansonsten wird einfach nur die Verfahren und Abbaumöglichkeiten ausgenutzt, die wir in Argentinien haben. Ja. Ja, habe ich gehört. Und natürlich die Umverteilung der Einkommens, der Einkünfte, dass da viel mehr den lokalen Gemeinden zugutekommt, dessen, was hier verdient wird. Und was dieses Mercosur-Abkommen mit der EU angeht, der Auswirkungen, die das hätte auf den Lithiumabbau, also wir hätten noch höheren Abbaudruck und auch würden weiter runter schritten in der Wertschöpfungskette. Das Erz wird ja immer weniger rein, ist immer minderwertiger, was abgebaut wird. Und wir hätten dann auch weiter mehr Kraftfahrzeuge, die eingeführt werden, wahrscheinlich aus der EU und mit zu geringeren Zöllen. Das würde die Asymmetrie verstärken. Und das heißt, die Lithiumabbauländer hätten am Ende wahrscheinlich die Autos, die am meisten verschmutzen. Und die indigenen Gemeinschaften müssen ihre Lebensform eigentlich aufgeben. Und ein letzter Punkt zu der Handelspolitik, die hier förderlicher wären, die wir bräuchten, auch im Hinblick auf den Klimawandel. Da glaube ich, das, was Helmut gesagt hat, ist besonders wichtig in der Eingangsrede, auch vor dem Hintergrund der Pandemie. Da kann man auch jetzt vielleicht die notwendigen Verfahren anstößen für eine Umlokalisierung der Wertschöpfungsketten. Also Dekonzentration der entsprechenden wirtschaftlichen Verfahren. Für Argentinien wäre das zum Beispiel den Bergbau betroffen und Umformulierung der sozioproduktiven Ketten. Ja, die als Produkt des Neoliberalismus waren. Ja, entschuldige, Melissa, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, weil wir heute nicht so viel Zeit haben. Kannst du noch deinen Abschlusssatz sagen? Und dann haben wir ja noch Zeit zum Diskutieren. Sí, Manuela, ahí estoy. Gracias. Ja, okay, danke, Melissa. Dankeschön, Manuela. Ja, danke für dein Verständnis. Ja, und danke schön, dass du auf die lokalen Produktionsbedingungen eingegangen bist und auch darauf, wie die Gemeinden vor Ort betroffen sind. Und ja, dass es eben auch eine Schaffung von lokaler Wertschöpfung braucht vor Ort. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir zu einer anderen wichtigen Region im Zusammenhang mit Lithium-Ionen-Batterien, und zwar Indonesien. Ich freue mich sehr, dass wir zwei Referenten aus Indonesien gewinnen konnten. Als erstes bekommt das Wort Pius Ginting.
Pius arbeitet für die Organisation AEER, das heißt ausgesprochen Ecological Action and People Emancipation. Er ist Co-Autor von zwei Publikationen, die die Rosa-Luxemburg-Stiftung herausgebracht hat zum Thema Bedingungen der Nickelförderung und der Batterieproduktion in Indonesien. Das habe ich euch auch oben im Chat schon verlinkt, die beiden Publikationen. Ja, und Pius wird zu den Problemen der Nickelförderung sprechen, zu den Bedingungen vor Ort und wird auch ganz konkrete Verbesserungsvorschläge thematisieren. Und Pius hat eine Präsentation. Die könnten wir jetzt starten. Pius, du hast das Wort. Merci, Manuela. Dan terima kasih kepada Rosa Luxemburg yang telah membantu. Danke schön. Danke. Hat nur einen Moment gedauert. Ja, ich bedanke mich bei allen Vorrednern, die AER auch und für die Hilfe, die AER bekommen hat, um diese Studie durchzuführen, was die Auswirkungen des Nickelabbaus in Indonesien angeht. Wir haben auch eine Dokumentation erstellt zu den betroffenen Gemeinden, lokalen Gemeinden, die durch den Nickelabbau betroffen sind. Und es war jetzt interessant, auch die Präsentation von Helmut zu hören, der gesagt hat, dass Indonesien das Recht hat, die eigene Industrie weiterzuentwickeln. Denn Indonesien ist ja nicht nur ein Rohstofflieferant. Und das ist sehr wichtig, denn Indonesien kann so seine industrielle Kapazität zur Batterieerstellung steigern. Aber das alleine reicht noch nicht. Wir brauchen weitere Verbesserungen, auch wenn die Industrie dann in Indonesien verortet sein wird, wird sich das auch auf andere Art und Weise auswirken, Umweltauswirkungen und soziale Auswirkungen, die ich in meiner Präsentation erläutern möchte. Ich möchte gerne auf der zweiten Seite anfangen, meiner Präsentation, wenn die jemand anschlagen kann. Ja, in Indonesien ist es so, dass wir wirklich das wichtigste Land weltweit sind für die Nickelproduktion. 25% der globalen Nickelressourcen befinden sich in Indonesien, insbesondere im Osten Indonesiens. Rechts oben kann man das sehen, da steht Indonesien an erster Stelle und dann Australien an zweiter Stelle in Bezug auf die Nickelvorkommen. Und wenn die Nachfrage an Nickel für Batterien steigt, dann wird das natürlich auf Indonesien deutliche Auswirkungen haben. Es gibt hauptsächlich Vorkommen in Sulawesi, in Halmahera, und auch in Obi Island. Diese Bereiche, diese Gegenden befinden sich alle im Osten Indonesiens. Und wenn man Batterien bzw. das Nickel produzieren möchte, abbauen möchte, dann wird das sogenannte Tailings nach sich ziehen. Das sind also die Abfälle, die bei der Produktion entstehen und eben dann in das Wasser abgeleitet werden. Dazu ist zu sagen, dass wir uns im Korallendreieck befinden, ein Gebiet mit sehr hoher Artenvielfalt. Und dort findet aber auch hauptsächlich der Nickelabbau statt. Das heißt, die Tailings, die dort abgeleitet werden, führen dann zu großen Schäden für die Umwelt. Das heißt, dass diese Abfälle, die bei der Produktion und beim Abbau entstehen, natürlich vernünftig einer Abfallbewirtschaftung unterzogen werden müssen. Gangguan
Und das Ganze hat auch viele Auswirkungen auf die traditionelle Fischerei in Indonesien. Hier sieht man beispielsweise die Fischer, ein Fischerdorf in Obi. Es gibt auch im Übrigen eine Dokumentation dazu. Links sehen wir die Boote und rechts sieht man das Boot noch mal genauer. Und es ist jetzt so, dass immer weiter herausfahren muss aufs Meer, um überhaupt Fische zu fangen. Und auch, das heißt, auch der Fischbestand wurde durch diese Abfälle aus der Produktion noch dezimiert. Es gibt da also einen deutlichen Rückgang. Und der Fischer, der hier gezeigt wird, fischt seit 1990. Er kann das Ganze also wirklich gut nachverfolgen, wie es sich entwickelt hat. Er hat sich extra dort angesiedelt, damit er dort auch seinen Kindern eine Zukunft bieten kann, seine Kinder später wird versorgen können, dass seine Kinder entsprechende Bildungsmöglichkeiten haben. Aber jetzt ist es so, dass in diesem Dorf die größte Nickelverarbeitungsanlage in Indonesien gebaut werden soll. Und das hat natürlich deutliche Auswirkungen auf das Leben dort, insbesondere wenn die Tailings sich in gewisser Weise auswirken, dadurch, dass sie eben ins Meer abgeleitet werden. Und hier kann man den Borohari Industrial Park sehen in Kurisa. Das ist das Fischerdorf, sieht man hier rechts. Und man sieht auch, wie das Meer dort jetzt aussieht. Normalerweise ist das schön blau und kristallklar, aber jetzt ist das eben nicht mehr der Fall. Und wenn die Tailings jetzt noch ins Meer abgeleitet werden, zusätzlich die hier entstehen, dann wird das Ganze wahrscheinlich noch dramatischer sein. Und die Fischer in Kurisa werden noch weniger Fischereibestände haben. Das sind also die Folgen der Nickelverarbeitung und der Nickelförderung in dieser Region. Und das hier ist eine weitere Region, Weda. Auch eine Küstenregion. Und auch dort gibt es eine Nickelfabrik, also eine Verarbeitungsstätte. Hier wird Nickel für Batterien produziert. Und diese Region war ursprünglich mal ein Waldschutzgebiet. Und wenn diese Nickelproduktion jetzt ausgeweitet wird, weil es mehr Nachfrage gibt, dann ja, und wenn es eben einen steigenden Bedarf gibt oder sogar beziehungsweise keine Änderung im Verbrauch, dann werden diese geschützten Waldgebiete zerstört werden. Denn dort werden dann Abbaugebiete entstehen. Und das wiederum hat zur Folge, dass die indigenen Völker, die dort leben, Menschen, die immer noch nomadisch leben, also beispielsweise der Nobelo-Stamm, der immer noch in diesem Wald lebt, beziehungsweise in einem anderen, aber ähnlichen Wald, dass all diese Menschen und Völker eben direkt von der Nickelindustrie bedroht sind. Hier kann man auch sehen, wie das traditionelle Leben in Weda aussieht. Auch hier wieder Fischerei. Ein Mann und seine Frau, die hier zusammenarbeiten und eben hier mit diesem sehr einfachen Ruderboot fischen gehen. Und im Hintergrund sieht man schon die Schornsteine der Kohlefabrik, des Kohlekraftwerks. Das Dorf ist ursprünglich ein Dorf, das von der Landwirtschaft und eben auch von der Fischerei lebt. Und unten auf dem Bild kann man auch noch mal sehen, wie klein diese Fischerboote eigentlich sind. Zum Teil zumindest. Und wenn die Meere dann von diesen Abfällen, den Tailings, verschmutzt werden,
dann ist es so, dass wirklich die Lebensgrundlage dieser Menschen bedroht ist und auch ihre Einnahmen zurückgehen. Und der zweite Aspekt ist dann die Nutzung von Kohle. Es muss ja auch irgendwo die Energie für das Nickel herkommen, also für die Nickelproduktion. Und so stehen also in Morovali beispielsweise Kohlekraftwerke bzw. sollen gebaut werden mit einem Output von 2410 Megawatt. Und wir haben dazu Forschungen betrieben, inwieweit sich das auf die Gesundheit beispielsweise auswirken würde. Dort, wo es schon Kohlekraftwerke gibt, haben wir gesehen, dass sich gesundheitliche Konsequenzen ergeben haben seit 2018. Die Gesundheit hat sich also in verschiedenen Aspekten verschlechtert. Und aufgrund der Luftqualität und der Luftverschmutzung gibt es beispielsweise deutlichen Anstieg bei den Atemwegserkrankungen. Unten finden wir eine ähnliche Übersicht zum Gebiet Halmahera. Auch da kann man feststellen, dass seit 2019 die Anzahl der Atemwegserkrankungen deutlich gestiegen ist. Was nun verbessert werden kann, wäre, dass man sich dafür einsetzt, eben nicht diese Abfälle, diese Tailings in das Meer abzuführen, sondern die Meere zu geschützten Gebieten zu machen. Denn wenn die Abfälle auf dem Land gelagert werden, kann es vielleicht ein wenig besser kontrolliert werden, allerdings auch nicht unbedingt ausreichend, denn es gibt nicht ausreichend Gelände. Und deswegen sollten idealerweise diese Abfälle wieder in die Bergbaugebiete zurückgeführt werden. Und eine zweite Verbesserung, die wichtig wäre, wäre, dass eben keine Kohlekraftwerke für den Betrieb dieses Nickelabbaus oder der Verarbeitung genutzt werden, sondern dass die Energie dafür aus erneuerbaren Energien kommt. Aus China gibt es beispielsweise ein Unternehmen, das angekündigt hat, dass sie Solarenergie und auch Windkraft für Morovali unterstützen wollen, entsprechend investieren wollen. Und wir hoffen, dass das auch passiert, so dass die Luftverschmutzung dadurch abgebaut werden kann und die Menschen dadurch nicht mehr unter den Folgen der Kohle leiden. Weiteres Element, Schutz der Lebensqualität für die Fischer und Fischerinnen in Morovali, um sicherzustellen, dass ihre Lebensgrundlage ihnen nicht entzogen wird. Denn diejenigen, die im Bergbau, im Abbau arbeiten können, das sind ja junge Menschen, die sind vielleicht um die 20 oder 30 Jahre alt. Aber jemand, der schon 50 oder 60 ist und als Fischer gearbeitet hat, wird nicht mehr diese neuen Arbeitsplätze bekommen können. Und sie müssen dann weiterhin von der Fischerei leben können. Das bedeutet aber, dass die Meere und auch das Land von guter Qualität sein müssen. Und dafür muss man dann für ihren Schutz sorgen. Das war es von mir und vielen Dank, dass ich mich hier äußern durfte. Ja, vielen Dank, Pius, und danke, dass du auch die Zeit eingehalten hast. Und danke, dass du ganz konkret uns vor Augen geführt hast, wie die lokalen Produktionsbedingungen sind, wie sich das auf die Gesundheit der Menschen auswirkt und auch auf ihre zukünftigen Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt zu sichern, also was beispielsweise die Fischer betrifft. Jetzt freue ich mich, last but not least, dass wir das Wort geben können Ristianto. Ristianto ist Gewerkschafter aus Indonesien. Er ist bei der Gewerkschaft Morovali Independent Union. Er ist ebenfalls Co-Autor einer der Publikationen der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Thema Batterieproduktion in Indonesien, die ich oben im Chat verlinkt habe. Und Ristianto wird uns jetzt berichten über die lokalen Arbeitsbedingungen und die Entlohnung der Beschäftigten und hat auch konkrete Forderungen vorbereitet. Ristianto, du hast das Wort. Oke, terima kasih Manuela atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya.
Dan terima kasih juga kepada Rosa Luxemburg yang sudah membuat. Ja, ganz herzlichen Dank, Manuela, für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Und vielen Dank an die Rosa-Luxemburg-Stiftung für diese hervorragende Konferenz, an denen mehrere Länder teilnehmen können, aus verschiedenen Kontinenten. Ich möchte mich erstmal vorstellen. Ich heiße Ristianto. Ich komme aus der Morowali Industrial Union Gewerkschaft und wir sind auch Mitglied des indonesischen Gewerkschaftsverbandes. Eine der Fragen, die angesprochen wurden am Beginn der Konferenz, war, warum wir uns hier zusammentreffen. Ja, wir waren ja schon an der Vorbereitung beteiligt, in dem Sinne, dass wir Forschung betrieben haben dazu, wie die Batterieindustrie in Morowali sich auswirkt. Das haben wir zusammen mit AER, also mit Pius, betrachtet. Und Morowali ist eben ein ganz wichtiges Nickelabbaugebiet in Indonesien und im Prinzip auch so ein Standard für zukünftige Anlagen, die beispielsweise dann Batterien herstellen oder die Rohstoffe für Batterien zur Verfügung stellen. Und worauf ich eingehen möchte, ist die Situation in Morowali. Die Umweltauswirkungen hat ja schon Pius angesprochen, auch die sozialen Bedingungen, die in diesen Baugebieten leben. Und ich möchte jetzt noch mal genauer auf die Situation der Beschäftigten dort eingehen. Also wie sieht es aus mit denen, die in dieser Industrie arbeiten? Die Nickelindustrie ist ja eine der wichtigsten weltweit und wir haben ein Regierungsprogramm dazu. Und es gibt also sehr viel Schwung für diese Industrie. Und es wird immer stärker unterstützt, immer mehr Druck, ja geradezu ausgeübt, dass die Verbrennungsautos abgebaut werden und es immer mehr Elektroautos gibt. Und wir arbeiten in einem Unternehmen, das wiederum einem chinesischen Unternehmen gehört, das heißt Xingchang. Und das arbeitet mit einem indonesischen Unternehmen zusammen. Aber wir kriegen von dem Wohlstand, den diese ganze Industrie erwirtschaftet, nichts zu spüren. Die direkten Auswirkungen, die positiven Auswirkungen kommen bei uns nicht an. Wir haben im Gegenteil sehr viele Probleme, beispielsweise sicherheitsbezogene Probleme, also Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Da gibt es sehr viele Schwierigkeiten. Also in Bezug auf unsere Arbeitsbedingungen beispielsweise, muss ich schlicht und einfach sagen, dass es für uns nicht sicher ist, dort zu arbeiten. Und wir haben Daten für das Jahr 2019 für die Monate Januar bis September beispielsweise. Und da zeigt sich, dass es sehr viele Unfälle gab, nämlich 1.100 in diesen 9 Monaten. Und das sind zum Teil auch tödliche Unfälle gewesen. Das heißt, Menschen haben dort ihr Leben verloren, aber es sind eben auch kleinere Unfälle mit einbezogen. Auf jeden Fall sieht man daran aber, dass die Sicherheit am Arbeitsplatz nicht gewährleistet ist. Und wenn wir einfordern, dass es bessere Regelungen hierfür geben soll, das haben wir beim Bezirk und selbst bei der Regierung eingefordert, aber es wird einfach nicht geantwortet oder es wird gesagt, ja, ja, wir kümmern uns drum, keine Sorge. Aber bisher gab es da keinerlei Verbesserungen. Und die Qualität der Arbeit, der Beschäftigungssituation ist auch wirklich sehr niedrig. Die Menschen außerhalb der Fabrik haben ja auch direkt unter den Konsequenzen zu leiden dieser Industrie. Aber was ist denn mit denen, die in der Fabrik arbeiten? Wir sind dem Ganzen ja viel direkter ausgesetzt. Wir atmen diese Asche direkt ein, diesen Feinstaub. Auch das, was von anderen Fabriken hinübergeweht wird und von den Kraftwerken, die da nebenstehen, die eben Kohlekraftwerke sind. Und all das atmen wir ein, wenn wir in der Fabrik sind und wenn wir nach Hause gehen. Und dann merken wir auch schon, was das für eine Auswirkung auf unseren Körper hat. Wir können noch nicht mal unsere Wäsche
draußen aufhängen, weil die ganze Kohleasche sich darauf festsetzt und die wird dann auch in unsere Wohnungen geweht. Also alles ist von diesem Feinstaub und Asche bedeckt. Und das ist ein ganz wichtiger Sicherheitsaspekt, der nicht gegeben ist. Und unsere Masken beispielsweise haben keine ausreichenden Filter. Das heißt, diese Asche geht dann direkt in unsere Lungen, wenn wir einatmen. Und ja, wie sich das dann auswirken wird, wird sich noch zeigen. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Arbeiter in der Fabrik nur 7 bis 9 Jahre durchhalten. Maximal. Niemand möchte über diese Zeit hinaus noch dort arbeiten. Und wenn man dann aus der Fabrik kommt, zeigen sich auch viele Krankheiten, also Belastungen der Lunge, Lungenkrankheiten etc. Dazu haben wir auch konkrete Daten aufgrund der jährlichen Gesundheitsuntersuchungen. Es gibt auch viele Hepatitis-Fälle beispielsweise. Also die Gesundheitssituation ist sehr schlecht. Und das Unternehmen müsste hier Anstrengungen unternehmen, aber da wird nichts Wesentliches getan. Deshalb ist es für uns wichtig, diese Diskussionen zu führen, auch hier, damit das Unternehmen hoffentlich unter Druck gesetzt wird, die Arbeitsbedingungen und die gesundheitlichen Bedingungen in unserer Fabrik zu verbessern. Und die Ernährung beispielsweise ist auch ein Punkt. Wir bekommen oft Hähnchenfleisch und oft sieht man da Würmer drauf. Und insofern sind wir wirklich da nicht gut versorgt. Unsere Gesundheit ist in Gefahr. Gleichzeitig wird gefordert, dass wir 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen und arbeiten. Am Anfang der Pandemie, des Coronavirus beispielsweise, hatten wir ein 3-Schichten-System, 3 Gruppen also, einen Ruhetag normalerweise und das wurde dann geändert. Da hat man gesagt, eine Gruppe, eine Schicht muss eine ganze Woche durcharbeiten, ohne jegliche Ruhetage. Und das wurde also komplett umgestaltet und die Bedingungen wurden noch schlechter dadurch. Und das führt dazu, dass auch daraus Krankheiten entstehen. Und trotzdem müssen wir weiterarbeiten. Wir haben dieses System schon kritisiert. Wir haben gesagt, dass das Schichtensystem so nicht funktioniert und unsere Gesundheit beeinträchtigt. Aber die Regierung und das Unternehmen haben da ihre Entschuldigung. Sie schieben vor, ja, wir sind jetzt in einer Pandemie, da können wir nun mal niemanden neuen einstellen. Und so ist es halt. Und deswegen müssen wir so weiterarbeiten mit diesem Schichtensystem. Und auch wenn wir sagen, dass das sogar unser Arbeitsrecht verletzt, wird so weitergemacht. Eigentlich darf man in Indonesien nicht mehr als 40 Wochenstunden arbeiten. Das ist bei uns aber auf jeden Fall so. Das heißt, das geltende Recht wird verletzt, aber trotzdem müssen wir weiterarbeiten. In Bezug auf unsere Löhne und Gehälter kann ich sagen, dass wir mehr Stunden arbeiten müssen als eigentlich zugesagt, um unser Gehalt zu erreichen. Und es ist so, dass man im Prinzip auch diese Stunden erreichen muss, beziehungsweise darüber hinaus arbeiten muss, um überhaupt bezahlt zu werden. Und mit dem Gehalt, das man bekommt, kann man auch keinerlei Ersparnisse erwirtschaften. Also beispielsweise bekommt man 200 Rupien für 2000 Rupien für 200.000 Rupien für eine Unterkunft und die Unterkunft, die dort angeboten wird, ist viel, viel teurer. Also da sprechen wir von 1 Million, 2 Millionen Rupien, wenn man eine vernünftige Unterkunft haben möchte. Und wir kriegen nur 200.000 Rupien, also keine Möglichkeit einer würdigen Unterbringung.
Wir haben aber keine Wahl. Wir brauchen die Arbeit, wir müssen arbeiten, wir müssen Geld verdienen. Aber wenn wir arbeiten, sind das so gefährliche Bedingungen, dass daraus Unfälle entstehen. Aber ja, wir sind gezwungen. Die Beschäftigung, die Arbeitslosigkeit in Indonesien ist so hoch. Und die Regierung sagt immer wieder, ja, sie möchte Arbeitsplätze schaffen. Aber trotzdem tut sie das nicht. Und es werden keine neuen Möglichkeiten für die Menschen geschaffen. Und diejenigen, die dann die Arbeit annehmen, insbesondere die Menschen vor Ort, die auch einen sehr niedrigen Bildungsgrad haben, bekommen keine Arbeitsmöglichkeiten, weil sie auch überhaupt nicht mit chinesischen, gut ausgebildeten Arbeitnehmern konkurrieren können. Also da gibt es auch sehr viel Diskriminierung in Bezug auf die indonesischen Arbeiter. Und für die indonesischen Arbeitnehmer, wenn sie Urlaub beantragen, ist das sehr, sehr schwierig. Also die Anforderungen sind da sehr kompliziert und es sind sehr viele. Das Unternehmen sagt dann, wir können das während der Pandemie nicht akzeptieren. Aber tagtäglich sehen wir, dass sehr viele chinesische Arbeitnehmer einreisen nach Indonesien. Und die Regierung sagt, das ist, weil sie durch den Coronavirus schon immun sind. Aber wie sieht es denn mit uns aus? Wir sollen uns Distanz halten zu anderen. Das geht aber nicht. In den Unternehmen ist gar, von der Arbeit gar nicht möglich. Das heißt, die Pandemie wird ja als Ausrede benutzt. Und jetzt haben wir die Entwicklung einer Lithiumfabrik in Morowali. Das sollte sich eigentlich für die Arbeitnehmer, die Bevölkerung vor Ort auswirken. Und wir hoffen, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung und unsere anderen Freunde uns da unterstützen können und die Regierung bitten können, das Wohlergehen der indonesischen Arbeitnehmer zu verbessern in Indonesien. Denn unser Kampf kann nicht besonders stark sein, wenn er nicht von ausländischen Organisationen unterstützt wird. Und ich glaube, das war's jetzt von meiner Seite fürs Erste. Wir werden das in der Diskussion dann vielleicht noch weiter ausführen. Vielen Dank, Manuela. Ja, vielen Dank, Christianto, für deine plastische Schilderung der Bedingungen, die ja absolut inakzeptabel sind. Und es ist auch gut, dass wir das hier besprechen. Und ja, wie du gesagt hast, es braucht halt auch den Druck auf die Unternehmen und es braucht eben auch den Druck auf die Regierung.